Mike Irmisch, den alle nur Doc Mike nennen. Wie wird man denn zum Missen-Doc? Es war ein total reiner Zufall im Jahre 2007, dass meine Eltern mir eine Reise gesponsert haben, die nach Ägypten ging. Und ich mich im hinteren Teil des Flugzeuges wiederfand zwischen all den Missen, weil mein Platz da zufälligerweise war, neben meinem Fernsehteam. Und die sagten, du bist Arzt, du bist hier mitten plötzlich drin durch Zufall, dann machen wir mit dir mal einen Fernsehbeitrag. Und das hörte die Miss Bremen, die hinter mir saß, und der ging so schlecht von den Turbulenzen im Flugzeug, dass sie mich gleich mal gefragt hat, ob ich was habe gegen die Übelkeit. Und als zweite Frage, ob sie nicht unbedingt bei dieser Miss Kondorwahl über den Wolken teilnehmen muss, weil ihr so schlecht ging. Und ich gehe vor zu den Verantwortlichen, etwas mit ungutem Gefühl, ich dachte, wer weiß, was jetzt passiert, fragte, wer sind hier die Verantwortlichen, wer ist hier Ralf und Ines? Da meldeten sich zwei ganz coole, ein ganz cooles Pärchen. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ich bin der Mike, ich bin Arzt und der Miss Bremen geht es nicht gut. Und da sagten sie, gar kein Problem, riefen gleich durchs Bordmikrofon und sagten, die Nummer zwei kann ich mitkommen, ein Arzt an Bord hat das bestimmt. Und habe mich dann weiterhin während des gesamten Camps in Ägypten um die Truppe gekümmert. Da gab es etliche Fälle von Brechdurchfall bis zu schlecht gehen, umgeknickt, Füße, alles Mögliche. So dass ich dann zur Endwahl eingeladen wurde. Das ist der Einstieg sozusagen gewesen. So aus deiner Erfahrung, gibt es so die typischen Verletzungen, Erkrankungen, die Missen in so einem Missen-Camp erleiden? Ja, also wir haben ein paar Grundzüge, die sich so rauskristallisieren. Es gibt, und da sind sicherlich die Jüngeren mehr dabei, auch mal was Psychisches. Gerade wenn sie jetzt lange weit weg von zu Hause sind, wie wir es in den Camps der letzten Jahre hatten, Arabischen Emiraten, Ägypten. Dann gibt es die Sachen, wo die Verletzungen so ein bisschen eine Rolle spielen. Neue Schuhe, umgeknickt, also Beschwerden, die irgendwie mit kleinen Wunden und so weiter einhergehen. Dann gibt es im Komplex natürlich Frauen, da wollen wir jetzt nicht so ganz drüber sprechen, aber die typischen Frauenleiden, sagen wir mal, mit die gesamte Bandbreite und natürlich immer wieder Infekte. Infekte, die sich dann dummerweise bei einer Crew von 60 Leuten noch durchaus mal ausbreiten. Magen-Darm-Infekt, Infektion der Bindehaut von Augen, Virusinfekt. Das sind alles natürlich Sachen, wo man schnell abklären muss, was ist hier los, wo ich innerhalb von kurzer Zeit reagieren muss. Dieses Jahr, soweit ich das mitbekommen habe, ging es aber noch relativ ruhig ab bei den keine großen Verletzungen oder gab es da auch schon irgendwas? Wir hatten eine Sache, dass eine Miss sozusagen mit dem Fuß direkt umgeknickt war. Dann haben wir Krankheitsfälle auch, die Virusinfektion der Augen gehabt. Wir hatten einiges, was ich jetzt nicht sagen darf. Und gestern waren zwei dann auch auf dem Zimmer noch und mit kranken Magen-Darm-Problemen, die wir auch vor Ort verarztet haben und die heute wieder fit sind. Okay, danke.